Für DaVinci Resolve hat es ein neues Update gegeben, in dem Fall die Version 17.2, und die bringt eine ganz, ganz tolle Funktion mit sich. Gucken wir uns das mal an. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr wirklich die neueste Version von DaVinci habt, dann klickt einfach hier oben in dem DaVinci Resolve Menü auf Check for Updates und dann überprüft er das und ihr seht hier direkt 17.2 ist schon installiert. Im Zweifelsfall müsst ihr das Update einfach nur noch runterladen, installieren. Da muss ich euch sicherlich nicht viel zu erzählen. Wie das funktioniert, ich habe hier auch schon meine Timeline in Edit Tab aufgemacht. Und ihr seht hier oben, ich habe schon ins Projekt eine MKV-Datei importiert. Ich nehme ja gerne mit der OBS auf und dann natürlich mit mehreren Audiospuren, in dem Fall zwei, einmal fürs Spiel, einmal für den Ton an sich, also für meine Sprache, damit ich die getrennt voneinander nachbearbeiten kann. Und jetzt hier klappt das wunderbar. Direkt vorher musste man das ja immer konvertieren in eine MP4-Datei und dazu habe ich ja immer den VLC Media Player genommen. Und das Schöne ist, je mehr man aufnimmt, umso länger dauert es. Heißt also, wenn ich ein Video aufgenommen habe, das, sagen wir mal, eine Stunde lang war, hat es auch bestimmt noch mal eine gute Stunde gedauert, das zu konvertieren. Das entfällt jetzt und vor allem, es spart auch Festplattenplatz. Es spart Festplattenplatz, wenn man quasi nicht beide Versionen vorhalten muss von diesen Dateien. Das Einzige, was mir jetzt hier aufgefallen ist, dass hier unten bei den Audiospuren nicht mehr hier, zumindest bei den MKV-Dateien, die Waveform so angezeigt wird, wie es vorher war. Was eigentlich für mich immer ganz schön war, weil ich dann erkennen konnte, wenn eine kleine Sprechpause war, da hast du nochmal neu angesetzt oder da hast du bewusst eine Pause gemacht, weil da noch ein Schnitt rein soll. Das sehe ich jetzt hier nicht so. Und ich habe auch schon versucht, hier über die Timeline-Options ein bisschen an den hier bei der Audio-View zu arbeiten. Da passiert nichts. Ich kannte es ja noch von früher. Da musste man teilweise ein bisschen warten, bis DaVinci hier die Waveform jeweils komplett aktualisiert hat. Aber hier ist irgendwie so gar nichts zu sehen. Und hier das Übliche für lauter leiser, klar, da kann man jetzt ziehen, aber auch da passiert nicht allzu viel. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, liegt es jetzt nur an der MKV-Datei? Ist das vielleicht noch ein kleiner Bug? Lassen wir uns überraschen. Solltet ihr das auch haben und eine Lösung dafür gefunden haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich wollte es euch nur mal eben kurz gezeigt haben. Ich finde es wirklich ganz, 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 ganz toll. Eine sehr schöne Arbeitserleichterung. Das war es für dieses Video von mir. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr mir da helfen könnt. Bitte, bitte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao.